Ich wurde gebeten, nochmal mal ein Videostatement zu dieser Gender-Debatte zu machen. Die ist jetzt scheinbar nochmal aufgekocht wegen irgend so einem Gesine Schwan-Zoom-Call, den ich mir jetzt auch mal angeguckt habe, den ich im Übrigen ganz schön affig finde, wenn man sich den reinzieht. Das tut schon richtig weh, wenn man sich das anguckt, aber da komme ich später vielleicht nochmal dazu. Ich dachte eigentlich, mit meinem Video über Political Correctness und die identitäre Linke hätte ich das geklärt. Aber ich kann es ja nochmal kurz zusammenfassen. Meiner Meinung nach ist so eine Gender-Bewegung, also Leute, die das mit dem Gendern in der Sprache durchhitlern wollen, das ist für mich eine oberflächliche Bewegung. Die sehen ja nur Symptome und wollen eine oberflächliche Lösung finden. Nämlich die Sprache verändern, dann verändert sich bestimmt auch das Problem mit der Diskriminierung in unserer Gesellschaft. Und ja, weil die offensichtlich nur an palliativen Lösungen interessiert sind, sonst würden sie da nicht so ein Fass aufmachen. Deswegen habe ich da auch eigentlich nicht viel mehr Meinung dazu. Ich finde es relativ, ich finde das zu kurz gedacht. Selbst wenn ich natürlich mit den grundlegenden Beobachten, den die meisten haben, oft übereinstimme. Ja, also, dass es sozusagen Diskriminierung gibt. Aber da kommen wir auch gleich noch zu ein paar mehr Beispielen, denke ich. Damit ist im Prinzip mein Statement fertig. Aber ich weiß ja, die Leute wollen gern Beispiele haben und nicht so einen abstrakten Shit. Deswegen quatsche ich mal ein bisschen mehr. Ich bin ja, als ich groß geworden bin, relativ früh aufmerksam geworden auf unendlich viele Inkonsistenzen in unserer Gesellschaft. Und ein paar davon betreffen auch die Sprache. Also klar, und deutsche Sprache hat eine Menge Sonderfälle und Inkonsistenzen. Und ein paar davon haben auch was mit dem Geschlecht zu tun. Also zum Beispiel bin ich aufgewachsen damit, dass der Junge immer sehr wohl schon männlich ist, das Mädchen aber sehr wohl sächlich ist. Und das ändert sich auch nicht, bis sie zur Frau werden. Das heißt, denen wird das Geschlecht irgendwie aberkannt in ihrer Kindheit. Das fand ich immer schon sehr merkwürdig. Das führte dazu, dass man einen korrekten deutschen Satz formulieren kann, der da bedeutet, das Mädchen und sein rotes Fahrrad. Das fand ich irgendwie falsch, das hat sich irgendwie falsch in meinem Kopf angefühlt und trotzdem ist es richtig. Ne? Solche Sachen gibt es schon immer und seitdem ich sozusagen, keine Ahnung, in der zweiten Klasse war, ist mir das aufgefallen, was für ein Schwachsinn ist das. Und dann habe ich da auch ein paar Jahre drüber nachgedacht und habe das dann aber irgendwie ad acta gelegt, weil ich eine Lösung dafür gefunden hatte. Und eine andere Sache ist, dass wir ja immer, wenn wir über Pluralformen reden, zum Beispiel die Polizisten oder was weiß ich, ja irgendwie Plural, dann ist da immer irgendwie das Maskulinum drin. Ne? Und das ist ein bisschen merkwürdig am Anfang für mich gewesen, weil ja, ich mir auch immer dachte, aber da sind doch jetzt auch Frauen dabei. Und ja, das Ding ist, das ist eigentlich, wenn ich da länger drüber nachdenke, eine gute Sache, dass das so ist. Weil das erstmal ist es kürzer, aber zum anderen, und ich bin ja so ein Effizienzfetisch-Wichser. Ich finde das gut, wenn man das irgendwie härter komprimieren kann. Aber zum anderen schließt das ja schon alle mit ein. Ja? Durch den tatsächlichen Sprachgebrauch und die Bedeutung dieser Worte schließt es ja schon die Frauen sehr wohl mit ein. Das heißt, eigentlich ist das eine sehr inklusive Sache. Auf einem ganz oberflächlichen Level, also auf dem eines Schulkindes in der zweiten Klasse, was gerade Sprache so richtig verstehen lernt, da kann das so wirken, dass das irgendwie kacke ist. Ne? Aber ich glaube, dass es das eigentlich nicht ist. Ich glaube, unsere Sprache ist da eigentlich schon ganz korrekt. Ich glaube, die Leute haben ein Problem mit was ganz anderem, nämlich mit der Interpretation und mit ihrem eigenen Denken. Und das müsste man eigentlich da mal ansprechen. Ja? Und ich glaube, gerade so viele Gender-Menschen, die haben auch so irgendwie, die wackeln da an den falschen Parametern. Denn es ist ja wohl so, dass unser Kapitalismus und somit ja der Privatbesitz an Produktionsmitteln, solange wie sich der nicht ändert, ne, gibt es halt Hierarchien und es gibt Privilegien und die bleiben bestehen und die versuchen zu reproduzieren, was für merkwürdige Ideologien die Kapitalmenschen halt haben. Ne? Und es sind meistens weiße alte Opas. Und die stehen halt auf ihren Scheiß. Aber jetzt mal so als Beispiel. Ich kenne ja noch eine Menge Leute, die in der DDR groß geworden sind. Und so eine klassische DDR-Mutti, ne, die ihren Mann verlassen hat, weil sie ihn scheiße fand, das war in der DDR gar kein Problem. Da gab es nämlich so eine Machthierarchien gar nicht.
Jeder konnte in der DDR sofort Arbeit finden. Jeder hat dort gearbeitet. Das bedeutet, auch die ganzen Muttis haben da gearbeitet. Und die hatten gar kein Problem damit, ihren Mann zu verlassen und einfach mal selbst alleinerziehend zu sein. Das war da kein Ding. Also zumindest nicht so wie wenn man jetzt irgendwie, ich bin Hausfrau und Mutter und dann bin ich natürlich abhängig finanziell von meinem Mann. Sowas wurde da eher unterbunden und systemisch versucht zu beheben. Und das merkt man auch. Die klassischen Ostmuttis, die sind einfach tougher. Das ist auch so eine Beobachtung, die meine Mutter dann auch immer mal erzählt hat, wie die das so gesehen hat nach der Wende und mit ihren ganzen Westkumpels und so, dass man da deutliche Unterschiede erkennen kann schon auch. In der Mentalität von den Frauen. Das hat übrigens auch Nachteile. Ich finde, dass gerade in der DDR war es ja so, dass manche ihr Baby schon nach 2 Wochen abgegeben haben in die Krippe. Und das ist, meiner Meinung nach, kann das nicht gut gehen, weil das schlecht fürs Bonding ist. Das ist alles irgendwie, das macht, glaube ich, das macht eine Menge kaputt im Kind. Und ich habe ja auch in meinem ersten Live-Talk, glaube ich, schon über die Sache mit dem Amygdala-Response geredet. Und dass sozusagen gerade am Anfang, aber auch später noch, wenn die Kinder 2, 3 sind, das super wichtig ist, dass viel Zeit mit den Kindern, dass die bei ihren primären Bezugspersonen rumhängen. Ja, weil da bildet sich sozusagen alles, was wir später Charakter und Personen nennen und auch irgendwelche, ja, wie ein Kind mit Stress umgeht und so. Das ist super interessant und meiner Meinung nach ist da einiges im Argen. Gerade hier in der DDR, in dieser Nach-DDR-Generation, sieht man, dass da noch viel von diesem Arbeitsfetisch über ist, der meiner Meinung nach auch ziemlich unangebracht ist. Aber das ist halt auch so ein Artefakt aus dieser Zeit. Trotzdem kann man da sehen, dass wenn man den Frauen mehr Privileg rüberreicht und mehr Unabhängigkeit, dass das dann auch was bringt. Dass die dann auch selber unabhängiger werden und dadurch auch sich nicht mehr so einfach unterbuttern lassen und nicht so nur Muttis sind. Muttis. So. Und meiner Meinung nach ist Sprache ja sowieso ein Spiegel unserer Zustände. Also klar, das sieht man bei alten Büchern. Da steht sozusagen noch das N-Wort drin, weil Rassismus damals ein ganz normales Ding war. So, und meiner Meinung nach ist es so, wenn man die echte Diskriminierung, wenn die jetzt weg wäre, dann würde das mit der Sprache auch automatisch von alleine passieren. Weil Sprache ja ein dynamisch kontextsensitives Ding ist. Das würde sich dann automatisch anpassen. Und natürlich ist der Plural, der klingt zwar jetzt nur männlich, aber das habe ich ja schon gesagt, der schließt ja sehr wohl alle Gruppen mit ein, die jetzt mal Polizisten sind. Und deswegen finde ich das eigentlich alles ziemlich okay. Der Plural ist meiner Meinung nach daher eigentlich nicht diskriminierend, weil er ja sehr inklusiv ist und alle mit einschließt. Und das Gendern ist demnach eigentlich meiner Meinung nach viel diskriminierender, weil es explizit verlangt, dass Menschen sich in Kategorien, also in Identitäten, einordnen lassen. Irgendwie. Oder selbst wenn man, sagen wir mal, nicht binär ist, dann hat man ja eine Kategorie, dann ist man nicht binär, beziehungsweise kann man sich da wahrscheinlich auch eine von 600 verschiedenen Geschmackssorten aussuchen, was auch immer, ne? Das ist so ein bisschen, das habe ich in meinem Video über die Ideologie ja schon gesagt. Meiner Meinung nach kann man das alles machen. Ich finde es eh affig, dass das noch irgendwo vermerkt wird, auch in Personalausweisen und so. Das mit dem, also mit dem biologischen Geschlecht, das könnte man auch weglassen. Ja, wir sind ja vom Gesetz alle gleich. Es spielt überhaupt keine Rolle. Und warum überall in allen Jobanzeigen jetzt immer MWD da stehen muss, das verstehe ich auch nicht. Das ist doch Schwachsinn. Es gibt doch sozusagen nie den Fall, dass irgendwie jetzt, wenn irgendwas explizit nicht erlaubt ist, dann müssen sie es doch sowieso hinschreiben und ist das dann überhaupt gerechtfertigt und was weiß ich, ne? Wozu schreibt man es noch mit hin? Das ist Schwachsinn. Das ist einfach Verschwendung von Druckerpatronentinte. So, und jetzt gibt es noch so ein Argument, so ein klassisches Argument, ne? Wenn man jetzt sagt, die Ärzte und die Polizisten, dann stellen sich Leute eher Männer vor in weißen Kitteln, ne? Und Polizisten Männer. Aber, und dann ist der Umkehrschluss von diesen Leuten, naja, deswegen sollte man unbedingt PolizistInnen sagen und ÄrztInnen oder so, ne? Erstmal finde ich, klingt das total scheiße, aber zum anderen ist das genau das perfekte Beispiel für das, was ich meine, wenn ich sage Oberflächlichkeit. Die Leute sind selber oberflächlich und haben diese Frames im Kopf und denken selber in diesen Kategorien und werfen das dann anderen vor und zwingen denen dann eine Sprachänderung auf. Das ist aber genau falsch rum. Was man machen müsste, ist in der Gesellschaft mal verankern, dass Frauen sehr wohl diese Jobs auch machen können und auch in der Realität machen.
wenn man einem ungefremden Kind, was nicht diesen, in diesen schwachsinnigen Kategorien aufwächst, das sagt, dann denkt sich das garantiert auch Frauen in einem Kittel und Frauen in einer Polizistenuniform. Garantiert. Das ist ganz normal. Das ist das, was ich meine. Die Leute sind einfach viel zu glatt. Und das würde sich von ganz alleine ergeben, wenn man das, wenn man sozusagen mit diesem Schwachsinn aufhört und Leute mal wirklich jetzt mal einfach mal alle gleichwertig behandelt. Und da, da sind wir schon beim Problem. Ich finde, dass das meiner Meinung nach Überkompensation ist, was die Leute machen mit ihrem Sprach-Gender-Schwachsinn. Die, die forcieren sozusagen, dass es Kategorien gibt, die dann wieder irgendwie in den Köpfen drin sind. Wenn es sowieso völlig egal ist, ob Mann oder Frau und nicht binär und ein unendliches Spektrum dazwischen und jeder kann machen, was er will, dann spielt es auch eh keine Rolle. Ich meine, ich bin total dafür, dass jeder machen kann, was er will. Das sollte sowieso einfach mal so sein. Und ja. Dadurch, dass man das auch als Überkompensation interpretieren kann, also Overcompensating, schließe ich daraus sogar so ein bisschen, und das ist auch das, was ich jetzt beobachten kann, dass es die Machtverhältnisse sogar wieder ein bisschen verstärkt. Also dass es in diese, dass es den Rechten wieder zugutekommt, also die, die dagegen sind, ne? Die sozusagen, die, die eigentlich die Identitätspolitik gut finden. Genau wie das bei, den, bei der AfD und diesen ganzen Social Justice Warriors und Political Correctness Wichsern auch so ist. Die spielen meiner Meinung nach nur der AfD in die Hände und den anderen Rechten. Und außerdem finde ich, dass Frauen dadurch auch darauf reduziert werden, Frau zu sein. Und andere Randgruppen sind dann auch eher wieder Randgruppen. Vielleicht will man, wenn man schwul ist, nicht permanent der Schwule sein. Also jetzt nur so als Beispiel. Und überhaupt, was spielt das für eine Rolle, wen ich in den Arsch ficke und wen nicht? Das ist doch völlig egal. Wenn ich jetzt irgendwie Lehrer bin oder wenn ich jetzt irgendwie Raketenwissenschaftler bin oder wenn ich Musiker bin, was spielt das für eine Rolle, wen ich in den Arsch ficke? Das ist einfach völlig egal. Und dadurch, dass man das irgendwie in der Sprache hervorheben muss, könnte ich mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die wollen das ja gar nicht, dass sie darauf reduziert werden. Und irgendwie, auf einmal gibt es so eine Sprachpolizei, die das dann wieder forciert. Das ist doch auch Banane, oder? Als würden diese Gender-Wichser, die das jetzt irgendwie durchdrücken wollen, gar nicht darüber nachdenken, dass es vielleicht Leute gibt, die das gar nicht wollen. Hm? Die entscheiden das jetzt einfach für alle anderen. So nach dem Motto, sie sind jetzt die Sprachsheriffs und können das, wollen das jetzt mal durchhitlern. Ja? Ich finde, das ist ganz schön Banane, das ganze Thema. Und es wäre doch eigentlich viel besser, wenn man das jetzt, wenn man das nicht so machen würde, sondern das so lassen würde, wie es ist. Und ich klinge jetzt wie ein scheiß Boomer, aber so ist es. Meiner Meinung nach ist diese Sache mit dem Plural und dem generischen Maskulinum eigentlich ziemlich gut, weil es nicht diskriminierend ist, meiner Meinung nach. Es würde sich von alleine ändern, wenn wir mehr Liberalität wagen würden und einfach noch ein bisschen warten würden. Das dauert halt ein paar Generationen, bis die ganzen scheiß Opas alle mal weggestorben sind. Und die neuen Generationen das von ganz alleine klären. Da braucht man das mit der Sprache nicht machen. Die Sprache würde automatisch sich anpassen. Sprache ist ja etwas, was typischerweise von alleine wächst und nicht, was man forcieren muss. Das Problem ist, dass diese ganzen Gender-Wichser, die das machen mit ihren pseudo-intellektuellen Gehabe, das sind alles irgendwelche Sprachwichser. Ich glaube, das ist das Problem. Das sind alles irgendwelche Social Studies, möchte gern Krämer-Typen, die keine Ahnung von Mathe haben und deswegen irgendwas studieren mussten. Und jetzt sitzen sie irgendwo rum und haben irgendwas studiert. Das ist nochmal, das geht wieder zurück zu meinem Video von der Cancel Culture und den identitären Linken. Das muss ich ganz klar so sagen. So wirkt das auf mich. Und jetzt mal als Beispiel. Ich habe mir jetzt diesen Gesine-Schwan-Zoom-Call reingezogen und ihr könnt euch den wirklich mal gönnen. Ab 38 Minuten oder so geht das da richtig los. Und es ist so, dass da irgendwie, es gibt irgendwie eine Aktion, irgendeine Gruppe von Menschen, die heißen Act Out oder so. Und da geht es darum, dass sozusagen Leute in der Popkultur und in der Unterhaltungsindustrie und so ein Scheiß, dass die jetzt mal bitte sich outen sollen und mal darüber sprechen sollen, wie scheiße sie diskriminiert werden in dieser Branche. Und na klar werden die diskriminiert, ne? Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass wenn man irgendwie Fußballer ist, klar, dann sowieso, wenn man da schwul ist, dann ist man einfach unten durch. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man irgendwo, ich weiß gar nicht, wie das, ob das bei der Bundeswehr ist, bestimmt auch so ein Tabu. Und überall in diesen klassischen maskulinen Domänen, ne? Da wird das ein Problem sein.
Und in diesem Zoom-Call jedenfalls, da ging es wohl irgendwie darum, wenn jemand ein schwuler Schauspieler ist oder ein nicht-binärer Schauspieler und das sich outen würde, dass er dann weniger Jobs kriegt oder nur noch Jobs kriegt, in denen er so eine Opferrolle spielen muss. Und das Witzige ist ja wirklich, dass diese Act-Out-Bewegung sich dagegen jetzt positioniert und sagt, das ist nicht in Ordnung. Und das ist genau schon wieder das, was ich meine mit der Oberflächlichkeit. Die sehen jetzt nur das Symptom, ne? Die sehen, wenn man sich outet, kriegt man in einer kapitalistischen, profitorientierten Unterhaltungsindustrie, die per Definition Kasualisierung macht, da kriegt man auf einmal weniger Jobs. Das ist ja total unglaublich. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Dass eine Unterhaltungsindustrie versucht, daraus auch noch Kapital zu machen und Leute, die dann irgendwie bekennend schwul sind, nur noch die, den Schwulen spielen dürfen und nicht mehr den klassischen maskulinen Macho. Das hätte ich mir ja gar nicht geglaubt. Da würde ich ja nie drauf kommen, dass das so ist. Ich sag euch mal was. Ihr müsst mal aufhören, euch diesen alten Strukturen anzubiedern. Ihr müsst die Strukturen bekämpfen, indem ihr die kaputt macht. Indem ihr denen nicht mehr in den Arsch kriegt und sagt, bitte, bitte gebt mir einen Job, ich bin Schauspieler, ich muss jetzt hier noch bei Traumschiff einen Job kriegen. Traumschiff ist scheiße. Gib doch einfach mal einen Fick drauf. Das wäre doch viel geiler. Ich meine, was ist denn das? Es geht doch hier eigentlich auch um Kunst und so und um Freiheit. Das hat doch damit nichts zu tun, wenn man sich irgendwie abhängig macht und das ist doch einfach lächerlich, oder was? Man kann sich doch nicht so einen Scheiß anbiedern und sich dann hinterher drüber wundern, dass der Scheiß, den man sich angebiedert hat, total reaktionär und kacke ist und Kasualisierung betreibt. Das ist offensichtlich. Das ist in diesem Geschäftsmodell mit drin. Und es ist ja wohl auch klar, dass wenn man irgendwie Schlager produziert, der für die ganzen konservativen Opas gedacht ist, dass die da keinen Schwulen sehen wollen, der einen anderen seine Zunge in den Hals steckt oder ins Poloch. Das wollen die gar nicht sehen. Da wäre ich jetzt aber auch wirklich nicht alleine drauf gekommen. Da muss man erstmal studieren wahrscheinlich, um das festzustellen, dass es da Diskriminierung gibt. Das ist echt richtig lächerlich, muss ich sagen. So, und das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, einfach eine völlig falsche Strategie. Das ist eine völlig falsche Strategie. Man müsste, wenn man jetzt irgendwie der Meinung ist, was ich übrigens überhaupt nicht so glaube, ich finde überhaupt nicht, dass irgendwelche Cis und dass irgendwelche non-binären Menschen irgendwie unterrepräsentiert sind in der Popkultur. Ich finde, es gibt eine ganze Menge mittlerweile so Leute, die irgendwie Transmenschen sind und was auch immer andere komische Identitäten haben, von denen ich keine Ahnung habe und die permanent irgendwo irgendwie ihre Fresse in irgendeiner Kamera drin haben. Es gibt ja auch eine Menge Paradiesvögel und so Zeug. Die gab es ja schon immer. Ich meine, einer der ersten war doch David Bowie, oder was? Jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch eigentlich nichts Neues, dass es das gibt. Wenn sozusagen da jemandem das noch nicht ausreicht, dann muss er halt für eine Alternative selber sorgen. Und wenn ihr ein schwules Traumschiff haben wollt, dann müsst ihr das halt machen. Natürlich nicht so ein Kack-Traumschiff wie das von der Bully-Parade. Das fand ich auch nicht witzig. Das fand ich sogar damals nicht witzig und da war ich noch sehr jung. Aber gut, ich war auch nie wirklich Fan von der Bully-Parade. Egal. Übrigens, das könnte man wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen. Ne? Die Leute würden sich da wahrscheinlich offended fühlen. Ich denke mal, noch was ganz anderes ist ja, dass sozusagen die ganzen Boomer, und da würde ich mich jetzt sozusagen auch mit einschließen, das sind ja keine Sprachprofis. Ich bin sowieso auf Kriegsfuß mit Sprache und ich schreibe im Internet auch meistens alles klein und ich gebe echt einen Fick da drauf. Und natürlich gebe ich einen richtigen Fick drauf, irgendwelche Gender-Sternchen zu verwenden. Das geht mir voll auf den Sack. Also ich rede ja so nicht und deswegen werde ich auch so nicht sprechen und ich sehe das auch gar nicht ein. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Da bin ich mir viel zu schade für. Da kotzt mich einfach nur an, sowas. Ich finde, das ist gegen meine eigene Ästhetik. Und nur weil jemand das bitte gerne möchte, er kann das natürlich sagen, dass er das gerne möchte, aber ich kann das genauso gut einfach ignorieren und sagen, nee, das mache ich aber nicht so, auch wenn du das gerne möchtest. Und noch was anderes ist natürlich beleidigende Ausdrücke. Irgendwelche, wenn ich jetzt irgendwen als dumme Schwuchtel bezeichne, dann ist das natürlich was völlig anderes, als wenn ich ihn einfach nur aus Versehen nicht korrekt gendere oder richtig anmoderiere, wie Gesine Schwan. Die hat irgendwie da irgendwen als Herrn so und so vorgestellt, weil der Name halt ein normaler, klassischer Männername war. Und sie konnte halt nicht wissen, dass das irgendein nicht-binärer Mensch ist, der keinen Bock darauf hat, Herr oder Frau genannt zu werden. Und dann hinterher hat sich Herr oder Frau, die nicht so genannt werden will als Mensch, dann irgendwie
übelst angepisst und richtig Offendismus betrieben. Ne? Das ist genau das Ding. Das ist einfach auch ein klassischer Offendismus dann. Das, also, das ist so wie, was weiß ich, unsere Tochter, die ist jetzt fast 3 Jahre alt und die hat natürlich einen Haufen Sachen vom Trödel. Irgendwelche random Klamotten. Da sind auch Jungsklamotten dabei. Das heißt, sie trägt viele dunkle Farben. Und ständig kommen irgendwelche Omas auf der Straße und sagen, das ist ein hübscher Junge oder so ein Schwachsinn. Da bin ich doch nicht offended. Ist mich doch egal. Ist doch klar, dass die denken, das ist ein Junge. Auch wenn es Mädchen ist, ist mir doch egal. Oder wenn Leute meinen Namen falsch schreiben. So what? Das ist ja jetzt echt nicht das Problem. Und genau auf diesem Level des Offendismus befinden sich da viele, weil die wahrscheinlich so lange in diesem Tunnel drin, Blick drin sind, weil sie wahrscheinlich viel diskriminiert werden und das jetzt sozusagen kanalisieren müssen in so einem Schwachsinn. Aber das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Und mit so einer Strategie macht man sich auch innerhalb des Marktgeschehens und der Popularität keine Freunde. Ja, wenn sie schon ein Movement machen, das irgendwie jetzt mal Popularität und so eine Art Reichweite erzielen will, damit sie mal Stories von echten Diskriminierungssachen erzählen können, ja, dann sollten sie sich nicht wie die letzten Assis benehmen und Leute offenden. Ne? Das kann man machen, wenn man so ist wie ich, ne? Wenn man einen Fick drauf gibt, aber die wollen ja eigentlich, glaube ich, eher das Gegenteil. Ne? Die wollen ja Reichweite. Aber das mit der Kasualisierung haben sie ja nicht verstanden. Ne? Das ist klar, das haben die nicht verstanden. Deswegen können die so einen Scheiß auch nicht machen wahrscheinlich. So, und ja, wie gesagt, so Boomer wie ich, die können auch Unsefly gar nicht mehr. Das ist im Rückenmark drin. Ne? Ich habe das so gelernt, diese Sprache. Das ist super anstrengend, da jetzt was dran zu ändern. Und das erfordert sozusagen einen festen Willen. Und den habe ich einfach gar nicht. Ja, das gebe ich ganz offen zu. Den habe ich gar nicht. Und ich meine das halt auch gar nicht diskriminierend. Ich finde, ich habe es ja jetzt erklärt, ich finde eigentlich, als ich 10 war, hatte ich das schon verstanden, dass das mit diesem generischen Maskulinum eigentlich gar nicht diskriminierend ist. Das war ein Trugschluss von mir selbst, den ich hatte, als ich 8 war. Als ich 10 war, habe ich ihn verstanden. Und die Leute sind jetzt wahrscheinlich 30 und haben es immer noch nicht gerafft. Das ist nicht mein Problem. Und ich habe es jetzt ja gerade erklärt. So würde ich es jetzt immer erklären. Und ja, lass es halt einfach passieren mit der Sprache, sobald echte Diskriminierung, also Diskriminierung, die sozusagen tatsächlich mal richtig scheiße ist, sobald die weg ist, weil die Leute sich mal anständig benehmen können, was ein Bildungsproblem ist übrigens, dann würde das mit der Sprache von alleine funktionieren. Ja? Das ist eine Entwicklung, die kann man nicht forcieren. Und das ist immer das Gleiche. Quoten, Verbote, diese ganzen Sachen, habe ich ja schon erklärt. Das sind immer oberflächliche Lösungen von Leuten, die das Problem nicht verstehen. Und dann oberflächliche Lösungen anbieten wollen, um das Problem zu lösen. Tun sie aber nicht. Ne? Und so ein aufgesetzter Zwang, so eine Sprache durchzuhitlern, die total ugly ist, wird es auf keinen Fall lösen. Auf keinen Fall. Es wird nicht funktionieren. Ja, und ich denke mal, damit habe ich das Video jetzt auch durch. Ich werde euch mal diesen Gesine-Schwan-Zoom-Call mal mit einer Timestamp geben, weil die erste halbe Stunde ist relativ lame, aber dann geht's zur Sache. Und da könnt ihr euch wirklich mal, da ist auch tatsächlich auch eine Menge Fremdschämen, finde ich, dabei. Und das hat mich ernsthaft auch ein bisschen dran erinnert. Also da kommt dann irgend so ein Typ, der sich übelst drüber auslässt, wie scheiße er das richtig findet. Und dann gibt's auch noch einen von der SPD, der findet's auch richtig scheiße und so. Und die quatschen halt auch richtig auf die ein und so und sind total offended. Und das erinnert mich total an so ein Video, was ich mal gesehen habe von Jutta Ditfurth. Ich glaube, es war Jutta Ditfurth. Oder es war Henrik M. Bruder. Ich kann die nicht auseinanderhalten, die sind beide irgendwie scheiße. Und zwar, da ging es um Antisemitismus. Immer das gleiche Ding, ne? Diese Antideutschen und diesen Schwachsinn, das ist ja so ähnlich. Und da ging es irgendwie um einen Vortrag oder irgendwas, irgendeine Diskussion in der Universität. Und die Dozenten da vorne, die wussten ja gar nicht, dass sie die ganze Zeit antisemitische Klischees bedienen, wenn sie ihre Vorträge halten. Und Jutta Ditfurth oder Henrik M. Bruder, ich weiß jetzt nicht, wer von beiden, ist halt aufgestanden und hat sie übelst zugerantet, was für Antisemiten sie sind. Und das Geile war, auch da, sie haben nicht mal erklärt, warum. Ja? Es war so ein richtig schöner akademischer Schwanzvergleich von wegen, Henrik M. Bruder oder Jutta Ditfurth steht auf und sagt, also ich weiß ja, dass ihr hier die ganze Zeit in antisemitischen Chiffren redet, aber ich sag euch nicht, wo die sind und ich erkläre euch auch nicht, warum, aber ihr seid jetzt mal total scheiße und hoffentlich werdet ihr entlassen, weil ich jetzt oft genug das Buzzword Antisemitismus mit eurem Namen verbunden habe und das ist meine Version von Rufmord, die funktioniert auf jeden Fall. So habe ich den Eindruck. Und so ein bisschen wirkt das da in diesem Zoom-Call auch. Ihr könnt euch den wirklich mal gönnen, der ist teilweise fremdschämend, teilweise witzig und teilweise traurig. Aber gut. Ciao.
Übrigens, der Kanal ist wie eine schöne Vorlesung aufgebaut. Wenn ich unten Videos verlinke, dann wäre es angebracht, sich die auch reinzuziehen, weil das aufeinander aufbaut. Bestimmte Begriffe werden definiert, viele Beispiele werden genannt. Und ja, ich denke mir schon was dabei, weil es sozusagen meinen eigenen Erkenntnisprozess abbildet, die Reihenfolge, in denen ich die Videos hier hochlade.